Herzlich willkommen. Wir haben ein neues Projekt. Das habe ich schon angekündigt gehabt. Wir haben hier eine kleine Wohnung. Wir sind in Essen-Altenessen. Ich glaube, wir haben rund 36 Quadrat. Wir machen gleich einen kleinen Rundgang. Hier hatten wir eine Besonderheit. Wir hatten einen Mieter, der hatte einen Wasserschaden auch gemeldet, hat aber keine Handwerker reingelassen. Mieter, man sieht es hier auch sehr speziell. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Die Tür ist hier beschädigt. Mehrere Türen sind beschädigt. Mechanische Einwirkung. Ja, also das Spannende ist, wir gehen mal direkt ins Bad rein. Wir hatten hier, kann man es vielleicht gut erkennen, hier ist ein Stück vom Rohr schon ausgetauscht worden. Wir spielen das gleich ein, wie es vorher aussah. Und zwar ist folgendes, das Bad ist komplett gefliest. Man hört sogar das Wasser richtig zischen. Hier war seitlich das Wasser ausgetreten. Das hat hier auch nachher den Stein komplett weggespült. So, der Mieter hat uns gemeldet, dass es einen Wasserschaden gibt. Wir haben daraufhin die Wohngebäudeversicherung verständigt. Die schickt daraus so ein, ich glaube, Faircheck, also so ein Dienstleister raus für sowas zum Vermessen. Sind alle immer sehr, sehr überschaubar. Die kamen raus, haben festgestellt, der Schaden ist viel zu groß für die. Die haben, glaube ich, 5.000 Euro, glaube ich, genug Schaden abwickeln. Daraufhin wieder zurück zur Versicherung. Die haben SV beauftragt, Sachverständigen. Der kam wieder raus, den hat der Mieter nicht mehr reingelassen. Der Mieter meinte nämlich, die machen nur Fotos, die reparieren ja nichts, deswegen lässt er nicht mehr rein. Fakt ist, Wasser ist hier Ewigkeiten gelaufen. Man hat es auch sogar richtig pfeifen gehört. Also das ist unglaublich, wie man sowas sich halt ja über längere Zeit drin gelebt hatte. Wasser, als wir reinkamen, war so, je nachdem, 4, 5, 6, 7 Zentimeter hoch hat es gestanden. Da sieht man gleich noch die Spuren gleich, nur nicht hier. Hat den Mieter nicht gestört. Er hat sich eine Barrikade gebaut zum Wohn- und Schlafraum, damit das Wasser da halt wie so ein Damm aufgehalten wird, und hat ihn nicht weiter gestört. Fenster waren beschlagen, weil hier war eine Luftfeuchtigkeit drin, ist unglaublich gewesen. Hat ihn nicht gestört. Wir haben ihn dann per Einstweilige rausgekriegt. Ging auch ziemlich schnell. Wasser ist natürlich halt enorm viel auch im Keller reingelaufen. Da gehen wir gleich nochmal hin, dann zeige ich euch mal den Keller. Wobei das halt was Spezielles ist: Der Keller ist komplett ja, vertäfelt mit Holz gewesen, was natürlich für so ein Wasser total ja, schlecht ist. Auf jeden Fall, ja, da sehen wir das Bad hier. Wir werden hier ein kleines Projekt draus machen. Wir werden die Fliesen alle von der Wand abschlagen. Die Decke, ja, ist halt so eine abgehängte Decke, und vor die hatte, ist dann immer weiß lackiert worden, ist aber auch alles nicht mehr so ganz State of the Art. WC ist schon weg, Waschbecken stehe ich ja hier, ist es weg. Die Dusche, das haben wir glaube ich noch da, dann haben wir gesehen, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Das ist auch nicht ganz fachgerecht oder fachmännisch, da sind Styroporplatten eingebaut oder eingesetzt in den Ständerwerk. Ja, sehen wir gleich von der anderen Seite auch nochmal. Also das kommt raus, Duschwasser haben wir noch hier. Ansonsten kommt alles hier raus. Wir haben Decke ab, Fliesen ab. Wir werden den Boden. Boden haben wir schon alle Fliesen abgeschlagen. Das sieht man vielleicht ja auch schon. Wir haben hier Küche, Flur und Badezimmer jeweils eine Fliese gehabt, die durchgelegt wurde. Die haben wir schon entfernt. Das machen wir als erstes. Dann, vielleicht kann man es hier schon mal sehen. Sieht man das hier auf dem Video? Man sieht ja, wo das Wasser gestanden hat. Das hinterlässt ja seine Spuren. Man sieht also ziemlich genau, dass das Wasser ungefähr so ein Stück, ja gut, jetzt war nur eine Fliese drauf, hier vielleicht so teilweise eine Spitze, so 6, 7, 8 Zentimeter hoch gestanden hat. Auch wenn man hier weiter guckt, ja, da sieht man überall schön. Das Gute ist ja, bei Wasser hinterlässt ja seine Spuren. Ne? Deswegen sieht man sehr deutlich, wo es gestanden hat. Ansonsten, der Allgemeinzustand von der Wohnung ist halt gut. Die Farbe ist ja Geschmackssache. Hier haben wir die abgehängte Decke, die lackiert ist. Ja, das ist nicht mehr ganz so State of the Art. Altes Schaltermaterial. Küche, ach so, ja. Wir sagen oft immer, ein Wasserschaden kommt selten allein. Wie es nämlich dann kurz danach kam die Waschmaschine in der Wohnung oben drüber. Schlauch ist geplatzt. Das heißt, hier das ganze Wasser runtergelaufen. Die Decke, die war abgehängt, mit Dämmung zwischen, die haben wir jetzt schon entfernt, wie man sieht. Ist getrocknet. Ne? Alles schon trocken. Das heißt, der zweite Wasserstand kam hinterher. Man sieht auch hier nochmal schön, wie gesagt, Wasser hinterlässt ja seine Spuren, wo es hinterhergelaufen ist. Das heißt, hat sich hier gelohnt mit dem Wasserschaden, weil wir haben direkt einen zweiten hinterher.
Machen wir mit. Ne? Das heißt, das muss dementsprechend, der Putz muss ab. Die Fliesen werden wir wahrscheinlich auch austauschen, den Fliesenspiegel. Ist ja optisch aber nicht mehr das Ganze. Und man weiß, was dahinter gelaufen ist. Wobei eigentlich Fliesen sehr solide sind. Man sieht ja auch selbst hier, bis hierhin ist das Wasser gestanden. Alles hochgezogen. Ja, soweit hier zur Küche. Vielleicht nochmal hier auf der Wand, sieht man ganz gut. Das ist die Rückseite mit den Styroporplatten. Ja, sehr, sehr fachgerecht, ist anders, würde ich einfach mal sagen. Heizkörper, ja, sollte also mal recht fit sein. In der Ecke werden wir wahrscheinlich gar nichts tun müssen, die sieht sogar ganz in Ordnung aus. Man sieht auch hier grün. Grün heißt die Feuchtraumplatten, das heißt, das ist auch schon mal vernünftig gemacht worden. Es kann sogar sein, dass wir an der Wand wahrscheinlich nicht viel machen müssen. Das ist aber die Ausnahme hier. So, wie gesagt, Apartment, Mitte 30 Quadrat groß, also sprich hier Wohnen, Schlafraum ist noch der letzte Raum dazu. Hier auch wieder dieser schöne blaue Anstrich, der sich durchzieht. Tapete, ja, ich weiß nicht. Wurde mal versucht abzumachen oder ob das schon so war, weiß ich nicht. Man sieht auch hier schön auch hier die Stoß auf Stoß, hat nicht ganz geklappt, nicht ganz so funktioniert. Wahrscheinlich werden wir da komplett die Wände einmal kahl machen müssen. Vor allem, wenn man hier sieht, gucken wir, ob man das hier gut sehen kann. Hier ist das vorgestellt worden. Achte mal, wie tief die Steckdose drin ist. Und normalerweise habe ich ja eine ebene Wand, dann kommt die Steckdose drauf und dann kommt erst meine Schalterabdeckung oder Steckdosenabdeckung drauf. Und wir haben hier ja rund 2 Zentimeter die Abdeckung drin. Das heißt, da ist, hört sich eigentlich nicht hohl an, müssen wir mal gucken, was da ist. Vielleicht sind da nur Platten davor geschraubt. Da müsste ich dann alles abhören. Werden wir sehen, werden wir aufmachen müssen, weil so können wir es nicht lassen, das ist nicht ganz so. Heizkörper werden wir hier auch machen müssen. Also zum einen, man sieht hier, dass der ja, sich schon auflöst oder aufgelöst hat. Zum anderen, das kann man in der Seite ganz gut sehen, das sind diese alten Heizkörper, ich sag mal so 70er Jahre hat man es so gemacht, dass man die direkt komplett an die Wand gemacht hat. Ist nach heutiger Kenntnis nicht mehr Standard, weil die Luft dahinter nicht zirkulieren kann. Und ich wärme damit quasi die Außenwand, also die Wärme jetzt nach hinten abgestrahlt wird, die ist komplett im Mauerwerk verloren sofort, ne? Kann also nicht an den Raum abgegeben werden. Und ich glaube auch, wenn ich mir angucke von der Größe her, der wird auch für diesen Raum, glaube ich, überdimensioniert sein, so groß wie der ist. Der wird bestimmt sehr, sehr viel Heizleistung haben, die hier gar nicht abgefragt wird. Genau, Teppich haben wir schon, hier haben wir einen Teppich drin, haben wir raus. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie der aussah, wenn er lange Zeit Wasser gezogen hat. War total verschimmelt. Hier ist noch alles, was wir von der Decke rausgeholt haben, an Dämmmaterial schon. Genau. Also hier starten wir jetzt mit der Sanierung der Wohnung. Das heißt, wir werden alle Wände kahl machen, die Fliesen kommen raus, Küchenfliesen kommen raus, wir behandeln erstmal alle Schäden, neue Rohre werden verlegt, wir gucken hier so Details, wie mit den Steckdosen, was damit passiert ist und so weiter. Und werden dann nach und nach wieder alles dann herstellen. Heizkörper werden wir auf jeden Fall die zwei austauschen. Die können wir auf jeden Fall nicht so lassen. Ja. Das begleiten wir erstmal. Schritt 1 ist, wir werden hier entrümpeln. Wir gehen mal gleich runter in den Keller, könnt ihr mal gleich sehen, was da noch rauszuholen ist. Weil wir haben hier, wir sind im Erdgeschoss. Darunter ist direkt der Keller, wo das Wasser reingelaufen ist. Das Wasser ist reingelaufen, wir haben in der Badezimmer den Strang ja defekt. Wasser sucht sich seinen Weg, Schwerkraft zieht meistens nach unten. Das heißt, es ist durch die Geschossdecke raus, im Keller rein. So, im Keller war ehemaliger Eigentümerkeller. Wie sich früher gehört hatte, hat man die ja so schön sich als mit Theke gebaut und mit vertäfelt. Das heißt, das ist jetzt alles aufs Holz gelaufen, Holz hat Wasser aufgesaugt und ist halt da am Schimmeln. Ne? Impressionen kommen jetzt noch gleich dazu. Soweit hier zur Wohnung. Wir werden mal 2, 3 Videos zwischendurch machen, damit ihr seht, was hier zwischendurch passiert und nachher zum Schluss das Resultat, wie es dann später geworden ist. So, wir sind noch mal im Treppenhaus. Wir haben die Wohnung ist dahinter, da ist das Badezimmer. Das ist quasi die Rückseite von der Wand vom Badezimmer. Man sieht hier sehr schön, wie es hier alles ausgeblüht ist, wie das ganze Wasser sich durchdrückt und dadurch halt alle Spuren entstehen. Hier hat sich sogar selbst der Putz davon gelöst. Ne? Man sieht es auch hier schon sehr gut. Hier ist was aufgeplatzt, da unten liegen die Reste. Auch schon leicht verfärbt. Wird ebenfalls mit natürlich mitgemacht. Aber das sind so die Auswirkungen von Wasser, was lange Zeit in der Mauer trinkt. So, dann gehen wir jetzt mal runter in den Keller. So, wir sind jetzt im Keller angekommen. Wir sind jetzt im Vorraum, wie ihr schon erkennen könnt. Das ist quasi die Wand, gerade vom Treppenhaus darunter.
Gut, jetzt mal abgesehen davon, dass man Rohre nicht mit PU-Schaum irgendwie abdämmt und da oben irgendwelche Kabel, aber man sieht hier sehr deutlich die Ausblähung und auch die Farbe davon. Werden wir dementsprechend abschlagen auch und behandeln müssen. Man sieht auch mal hier auch, wie alles hier ja, ausblüht und ausgetrocknet ist. Was auch ganz schön hier zu sehen ist, ist, wenn man hier von der Seite guckt, hier sieht man auch schön die Ausblühungen davon, von diesem ganzen Schimmel. Ich weiß nicht, ob man das gut drauf kriegt. Ich versuche mal so einen Schatten damit zu machen. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel, auch da unten, schöner Anblick. Ich weiß nicht, wie viel Wasser hier reingelaufen ist und wie lang das Ganze war. Aber wenn man sich das anguckt und wir dachten, wir müssen überlegen, wir sind eine Etage tiefer, das heißt hier die Geschossdecke, das Wasser ist da durchgelaufen. Wir haben oben erstmal Fliesen, die ja erstmal per se ja nicht ganz undicht sind. Wasser läuft erstmal da drunter, durch die Geschossdecke durch, hier rüber raus. Da muss wahrscheinlich ein halbes Jahr oder ein Jahr Wasser gelaufen sein. Das ist echt eine unglaubliche Menge an Wasser. Und wir gehen dann gleich mal im Keller rum. Das ist der Keller, direkt unter der Wohnung liegt. Da könnt ihr gleich mal sehen, wie das dann für Auswirkungen hatte mit dem ganzen Holz dabei. So, jetzt sind wir unten im Keller. Wie ihr seht, also wie gesagt, früher war alles hier vertäfelt. Hier ist noch so eine, ja, so eine Bar, so eine eingebaute Bar einfach hier. Man sieht da hinten ganz gut, die Holzkonstruktion hat durch die Feuchtigkeit Stabilität verloren, ist aber eingestürzt, diese Decke. Da drüber sind noch Styroporplatten und Papier noch mit dabei gewesen zur Dämmung, weil da drüber ja Wohnraum ist. Auch wenn man hier einfach sieht, ne, man sieht ja schön an den Farben alles, oder hinten auch an der Wand, hier ist, ja, muss alles runter. Also da gibt es gar keine andere Möglichkeit, außer dass man hier komplett die Decke runternimmt, das alles rausnimmt, die Wände alle mal frei macht, und alles dann abfährt. Hier ist schon ein paar Sachen runtergefallen, die wahrscheinlich nicht mehr getragen haben. Da hinten, wie gesagt, auch hinterlaufen. Ja, das ist halt, wie gesagt, hier ist dann alles am Wasser rausgekommen. Also das Badezimmer ist ziemlich genau, hier müsste ziemlich genau runter sein, von der Lokation her. Und dann hat sich das Wasser wahrscheinlich seinen Weg darauf gesucht, weil wie gesagt, da ist ja optisch zumindest der größte Eintritt, ne, weil ja die Decke eingestürzt ist. Hier, so sieht es dann halt auch aus. Das ist dann, sind ein paar Platten, die schon runtergefallen sind. Ja, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Ich glaube, wir haben bestellt einen 12-Kubik-Container. Den werden wir auf jeden Fall vollkriegen, denke ich mal. Abgesehen von den alten Möbeln hier. Dann noch ein paar Farben und Lacke von alten Mietern wahrscheinlich. So sieht es aus, wenn man ein halbes Jahr oder ein Jahr lang Wasser in den Keller laufen lässt. Nach und nach. So, wir sind einmal durch. Wie gesagt, wir fangen jetzt an mit alles erstmal raus. Ne? Also es muss erstmal hier clean gemacht werden. Wände wahrscheinlich müssen abgewaschen werden. Da, die ganzen Sporen, alles müssen raus. Antischimmelbehandlung an vielen Stellen, hat man ja gesehen, im Haus, im Treppenhaus. Da vorne an der Außenwand, der ganze Keller sowieso hier. Oben in der Wohnung auch noch mal ein bisschen was. Und dann fangen wir an, dementsprechend nach und nach alles aufzubauen. Wir werden es begleiten. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Fragen wie immer in die Kommentare. Und ansonsten natürlich Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und Abo dalassen. Bis zur nächsten Folge.